Willkommen zurück nach diesem krassen Kampf in der letzten Folge mit dem Four, das eigentlich viel zu hoch war für uns. Machen wir einfach weiter mit den Aufträgen. Und das Wi-Fi-Netzwerk interessiert hier gerade niemanden. Ja, mein Internet ist anscheinend gerade abgeschmiert. Aber gut, das brauche ich auch nicht, um hier mit euch zu spielen. Zumindest nicht jetzt im Moment. Also gut, Mord und Totschlag. Spürst du es, HD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Boah, das ist mit dieser Netzwerkmeldung. Die Benjamin aufspüren. Denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu... Warte mal. Bei der Suche nach Hornigold nicht den Kämpfer wickeln lassen. Okay. Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sagen. Bloß wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Ach, Edward. Geld ist doch nicht alles auf der Welt. Wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Ja, ich wollte eigentlich sagen, die Benjamin ist ja ein geiler Name für ein Schiff. Hab noch nie so einen geilen Namen gesehen. Och Mann. Diese blöde Verbindung, warum ist es jetzt immer kurz wieder an und dann wieder weg oder was? Naja. Machen wir folgendes. So. Ja, sorry, wenn das jetzt die ganze Zeit nervt, aber jetzt gerade kann ich erstmal nichts dagegen machen. Ist halt blöd in den Cutscenes vor allem. Naja. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, dann muss ich erstmal schauen, was da los ist. Da vorne sieht es doch so aus. In Massen nach ein Schoner! Britische Marine, Captain! Mehr als eines, Sir! So, jetzt muss ich wieder ein riesiges Gebiet hier absuchen, oder was? Feindliches Kriegsschiff auf Abfangkurs! Regatta, Captain! Die Royal Navy, Captain! Wir haben Hilfe! Naja, die Royal Navy interessiert mich jetzt hier nicht. Ich suche Mr. Hornigold. Und wo ist er hin? Wir sind außer Gefahr, Sir. Das nervt mit diesen Suchen auf hoher See. Ich weiß ja nicht. Ich frage mich, ob nach rechts, boah, das nervt mich auch. Wir sind sicher nah am Ziel. Wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, in der nächsten Folge ist es dann nicht mehr so. Oder wartet mal gerade ganz kurz, ich schalte einfach mal... Oh, ist ja super, dass das Gebiet nicht verfügbar ist. Ich schalte einfach mal kurz die Box aus. Die WLAN-Box. Bis gleich. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Geht näher ran. Feuer!
Der heißt auch Benjamin. Ach so, er heißt Benjamin mit Vornamen. Jetzt ist er mir ja eigentlich eher sympathisch als feindlich gesinnt. Alter, Alter. Da sind sie am Empfinden. Feuer! Sind bereit, Sir. So, Mr. Hornigold. Feindliches Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Lass sie dafür bezahlen! Wollen wir doch mal sehen, was da noch so drauf ist. Wurden getroffen, Sir! Feuer! Kanone bereit! Feuer! Sie präsentieren sich dir! Feuer! Feuer! Da kämpfst du das! Da sind sie! Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, das Meer würde ihn verschlucken und mir die Mühe ersparen. So, dann wollen wir mal entern. Feindliches Feuer! Oder? Er hat uns voll erwischt! Locker trimmen, alle Segel! Jetzt allein gegen die alle kämpfen? Eine Suche nach Hornigold mit Luftattentat. Ja, nicht im Kämpfer verwickeln lassen, haben wir ja schon. Also, ist ja eh schon vorbei. Santalias. Steckt sich nach oben, natürlich oben auf der Burgruine, damit es auch schön dramatisch aussieht nachher, wenn wir gegeneinander kämpfen. Ne? Na gut, Jungs. Wenn ihr unbedingt wollt. Was ist mit meinem Schwert? Hatte ich noch nicht gezogen, oder was? Komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Oder muss ich dafür erst auf die andere Insel? Quatsch, auf die andere Dingens hier. Ich glaube, da ist der bessere Weg. Platsch, platsch, platsch. Wir planschen ein bisschen heute. Let's plunge. Und let's, nicht klettern können. Boah, Alter. Was ist denn hier? Geheimer Gang? Na, das nehmen wir doch mit, wenn wir schon mal hier sind. Silber-Teekanne. 913 Real ist gar nicht mal so wenig. Für eine Kiste nicht schlecht. Dazu wirst du nicht mehr kommen, Ben. Der Kampf ist nicht vorbei. Also clear shot. Stimmt, das mit Benjamin war ja irgendwie schon vorher bekannt. Es wurde immer Ben Hornigold gesagt, ne? Alter, jetzt ein bisschen höher kannst du wohl noch zielen. So. Mal nachladen. Nicht nachladen? Naja. Ich will nachladen. Na gut, zwei Schuss werden erstmal reichen. Schätze ich mal. Komme ich da hoch? Ach man, dass alles so kompliziert sein muss. Da
wir nicht einfach eine normale Brücke bauen? So. Jetzt haben wir's. Zusammen. Wollte ich sagen. Ah, hey! Ist doch nichts passiert. Ah, ich habe keine Dingspfeile mehr. Schade. Krasser Move einfach. Vielen Dank für die Hilfe. Captain, Admiral, was auch immer du bist. So. Bam, 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 bam. Und jetzt bam. Und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. Auf! Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Unser alter Freund. Naja. Wer sich mit den Templern einlässt, hat nichts anderes verdient. Ach nee, was war denn da schon wieder für eine Kanone eben, hm? Habe ich doch genau gehört, dass da geschossen wurde. Schöne kleine Insel. Liegt das Schiff von ihm jetzt da? Ja, das ist da noch okay. Ach ja, wo wir hier sind, dann können wir auch so ein paar Sachen wieder mitnehmen von der Insel, oder? Ist ja eh nicht mehr so lange. Zeit. Für diese Aufnahme, für diese Folge, besser gesagt. Wieder zwei Kistchen, das ist super. Rauchbomben, kann ich auch immer gut gebrauchen. Mann. Jetzt ist ja immer noch Sperrgebiet hier. Was ist da denn los? Das ist doch doof. Ich dachte, ich kann hier mal eben ein bisschen Sachen sammeln, ohne gestört zu werden. Aber gut. Scheint mir dann doch nicht so zu sein. Das Maya-Steinchen nehmen wir aber noch mit. Hey, lass mich doch erstmal mein Schwert ziehen. Ne? So. Mir auch egal, wenn das zu einfach ist, aber die sollen mich nicht immer nerven. Die Blödsäcke. Na? So? So ist zu lang. So rum, ne? Jo. Gut.
Wenn man erstmal verstanden hat, wie es geht, dann funktioniert das auch. Na? Unter einem Steinchen, wie immer. Gut, noch ein Schlüsselstein. Ach, hier gibt's zwei Meiersteine zu holen. Hirschpelz. Pelz. Ja. Also. Für diese Folge verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's euch schön. Tschüss.